Nach Österreich. Seit einem Monat gilt hierzulande die zweithöchste Terrorwarnstufe. Sie steht für eine konkrete Gefährdungslage und eine erhöhte Anschlagsgefahr. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel habe die Sicherheitslage in der ganzen Welt nachhaltig verändert. So begründete Innenminister Karner von der ÖVP die Entscheidung. Zuletzt ist es zudem zu mehreren antisemitischen Vorfällen gekommen, wie Stefanie Leotolter und Andrea Candiola-Kimmel zeigen. Terrorwarnstufe 2. Konkret heißt es mehr Polizeipräsenz auf der Straße. Das Innenministerium kann stärker auf die Kräfte des Bundesheeres zugreifen. Zusätzliche 90 Soldaten bewachen insbesondere jüdische Einrichtungen. Ein Terrorabwehrzentrum wird eingerichtet, das rund um die Uhr im Innenministerium tagen soll. So die Ankündigungen von Innenminister Karner und Verteidigungsministerin Tanner vor einem Monat. Und dennoch, antisemitische Übergriffe konnten nicht verhindert werden. Am 21. Oktober wird die israelische Flagge vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt gerissen. Ähnliches passiert in Salzburg und Linz. Am 1.11. wird der jüdische Teil des Wiener Zentralfriedhofs Ziel eines Brandanschlags. Der Vorraum der Zeremonienhalle brennt aus. Hakenkreuze werden auf die Außenmauern geschmiert. Für Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP ist der Anstieg antisemitischer Vorfälle erschreckend. Seit dem 7. Oktober sehen wir natürlich vorwiegend Menschen, die antizionistisch eingestellt sind, wo es darum geht, den Staat Israel von der Landkarte wegzubekommen. Die sehen wir heute mitten in unserer Gesellschaft auch und gegen die ist genauso anzukämpfen wie gegen alle anderen. Vor einer neuen Terrorwelle in Europa durch den aktuellen Nahostkrieg warnt vor kurzem Terrorismusforscher Peter Neumann in einem ZIP2-Interview. Vor dem 7. Oktober war es ja so, dass alle gedacht haben, der Islamismus und die islamistische Terrorgefahr stagniert oder sie ist sogar am Sinken. Das hat sich seit dem 7. Oktober ganz dramatisch geändert. Dieser Konflikt hat die Situation emotional angeheizt. Es gäbe ganz aktuelle Botschaften des IS, in welchen Menschen angestiftet werden, als Einzeltäter Terrorangriffe zu verüben. Durch die Überwachung von WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten könne man die Sicherheit in Österreich erhöhen, betont immer wieder der Innenminister. Denn derzeit sei die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst auf ausländische Nachrichtendienste angewiesen. Wo ich manchmal den Eindruck habe, das Schützen von Daten ist wichtiger als das Schützen von Menschen. Indem Daten geschützt werden, werden Menschen geschützt, widerspricht Datenschutzexperte Hannes Stummer. Es geht natürlich immer darum, in letzter Instanz die Menschen zu schützen. Dafür ist es aber auch ganz wichtig, dass auch die Infrastruktur, die technische, intakt bleibt. Wir sind natürlich dafür, dass Terror und Kriminalität bekämpft werden. Das darf aber nicht die allgemeine Infrastruktur unsicherer machen. Und genau das passiert aber, wenn jetzt die DSN zum Beispiel auf verschlüsselte Kommunikation zugreifen möchte. Genau aus diesem Grund habe der Verfassungsgerichtshof 2019 den Einsatz einer Spionagesoftware, die man für eine solche Überwachung bräuchte, als verfassungswidrig aufgehoben.